Willkommen zurück zu Gothic. Ich habe, wie versprochen, das Fleisch gebraten. Habe jetzt 108 Mal gebratenes Fleisch. Nee, okay. Torus wollte nicht die Liste, sondern ich nehme an, Diego war das. Ich habe die Liste von Ian. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Mach's gut. Das bringt mir einige Pluspunkte ein. Sollte ich jetzt nicht eigentlich aufgenommen werden können? Wahrscheinlich geht es nicht mehr automatisch. Wahrscheinlich geht es automatisch nicht mehr. So. Du Penner wolltest mir also nur eine Falle stellen. Hey Mann! Wir spielen beide dasselbe Spiel. Ich habe auch keine Lust, in den Minen buddeln zu gehen. Also werde ich tun, was mir die Gardisten sagen. Dann werde ich hier bald aufgenommen. Dass ich ausgerechnet dir aufs Maul hauen sollte, hast du dir im Grunde selber zuzuschreiben. Warum legst du dich auch mit den Gardisten an? Persönlich habe ich nichts gegen dich. Also was ist? Frieden oder weiterprügeln? Was ich sagen wollte, wahrscheinlich geht es automatisch nicht mehr, dass man so tut, als wollte man aufgenommen werden, sobald man in einem anderen Lager ist. Und da ich gerade meine Rüstung nicht trage, bin ich gerade für Frieden. Frieden klingt gut. Freut mich, dass du das Ganze durch meine Augen sehen kannst. Die Sache ist vergessen. Ab jetzt bin ich auf deiner Seite. Wenn du nochmal Ärger haben solltest, kannst du auf mich zählen. Schließlich schulde ich dir was. Okay. Er ist auf meiner Seite. Damit meint er aber wahrscheinlich nicht das neue Lager, oder? Apropos neues Lager, ich habe doch da so eine tolle kleine Rüstung. So. Gut, die Liste ist abgeliefert. Ich könnte jetzt noch das da schnell erledigen. Was mache ich denn? Gehe ich in die Mine nochmal? Nee, ich gehe jetzt nicht nochmal in die Mine. Das ist ein zu großer Umweg. Andererseits, eigentlich ist es gar kein so großer Umweg. Es ist eigentlich sogar ein ziemlich kleiner Umweg. Und dafür habe ich dann auf der halben Strecke nochmal was zu tun. Was soll's. Auf zur Mine. Wird schon klappen. Und mit der neuen Rüstung und der neuen Waffe kann ich jetzt vielleicht auch, zumindest traue ich mich das zu tun, durch den Wald durchgehen und mich mit ein paar Viechern anlegen. Was kann schon schief gehen? Was kann schon schief gehen? Außer, dass ich, keine Ahnung, ziemlich versage und sterbe und alles von vorne machen muss. Ach nö, ich habe ja zum Glück gespeichert. So, was haben wir denn hier? Wölfe. Ich weiß nicht, ob ich stark genug bin für einen Wolf, aber wenn ich es richtig gesehen habe, waren das gerade zwei. Da unten sind auch mehrere in dem Durchgang. Aha. Nee. Mit Wölfen lege ich mich erstmal nicht an, solange ich nicht muss. Da, Blutfliegen. Das ist meine Preisklasse. Da mache ich mit. Zwei Schläge. Ich bin begeistert. Diese neue Waffe ist echt cool. Also es lohnt sich, sich so Stück für Stück zu verbessern, muss ich sagen. Da, Scavenger. Nehme ich mir. Dann habe ich wieder eine Portion rohes Fleisch. Yay! Ich esse ja auch so viel Fleisch gerade. Ich esse ja eigentlich gerade nur Pilze. Oder? Naja, nicht nur, aber zu großen Teilen ernähre ich mich gerade von Pilzen. Naja, wird schon passen. Die Viecher sind böse. Die sind ganz böse, die Snapper. Verdammt. Nein. Die sind schnell und die sind stark. Dagegen habe ich gerade gar keine Chance. Wenn ich mich recht erinnere, verfolgen die einen aber auch nicht allzu weit. Ja, gut. Haben die mir gerade einen Schrecken eingejagt. Diese Viecher sind echt böse. Wenn ich mich recht erinnere, geben die irgendwie 120 Erfahrungen oder so. Und sind auch entsprechend schwer. Schwer zu besiegen, teilen gut aus. Boah, die tun mir ja kaum weh.
Mir fehlen ja gerade mal 7 Lebenspunkte. Naja, da geht ein Höllenpilz. Fehlt mir halt noch einer. Was soll's. Dann fehlt mir halt eben noch einer. Ich glaube, damit damit kann ich ganz gut leben. Liegt hier noch irgendwas oder ist das ein... Ja, das ist nur ein Glitch. Dass das Blatt da so aus dem Boden rausguckt, das war nur ein Glitch. Die hätte ich gerne. Und ja, wenn ich jetzt wieder zur Mine gehe, stelle ich mir natürlich auch hier die Frage, ob ob die bemerken, dass ich, naja, Kleidung aus dem neuen Lager trage. Ich meine, realistisch betrachtet müssten die das merken. Wie gesagt, die sind zwar irgendwie nicht die hellsten, aber halt eben auch nicht blöd. Und nachdem ich die Liste da geholt habe und jetzt in Kleidung vom neuen Lager ankomme, denken die sich vielleicht an ihren Teil, ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal aus, was passiert, wenn ich jetzt in der Kleidung des neuen Lagers da reingehe. Aber dazu will ich echt vorher nochmal speichern. Da bin ich so ein kleiner Feigling. So. Was passiert jetzt, wenn ich hier in... Nichts. Wir sehen uns. Das interessiert dich. Kann ich da mal vorbei? Du stehst doch da eh nur rum, Junge. Hast du irgendwas dazu zu sagen? Ende, Ende. Okay, es gibt zweimal Ende. Irgendwie scheint es gerade hier echt keinen zu interessieren, was für Kleidung ich trage. Obwohl man von weit und breit sieht, dass ich vom neuen Lager komme. Die sind da verfeindet. Was soll das? Naja, ich will zu Aaron. Nicht zu Aleph. Aleph war der im Seitengang mit dem der Faulpelz. War Aaron. Komme ich da eigentlich ohne Leiter runter? Yep. Okay, so. Habe ich die schon ausgeräumt? Ich glaube ja. Ja, habe ich schon. Jetzt würde ich dir gerne den Schlüssel zurückgeben. Verdammt. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Sonst hätte ich jetzt Aaron sagen können, hey, Snipes hat an deiner Truhe rumgemacht, hat dir den Schlüssel geklaut und deine Truhe ausgeräumt. Okay, das geht also nicht. Komme ich mit dem Schlüssel vielleicht in dem Lagerschuppen an die Truhen? Das ist eine interessante Möglichkeit, an die ich noch gar nicht gedacht habe. Hier ist Ulbert, aber... Ne. Na, okay. Das wird nichts. Da greift mich sofort an, wenn ich an die Truhe gehe. Obwohl ich sie wahrscheinlich überhaupt nicht aufmachen kann. Aber gut, so ist das eben hier. So, wo ist er denn? Aaron, hey! Hey, du! Wenn du mich noch einmal so verarschst, dann gibt's eine ordentliche Tracht Prügel, verstanden? Alles klar. Hey, vermisst du nicht deinen Thronschlüssel? Tatsächlich. Ich will gar nicht wissen, woher oder warum du etwas über den Schlüssel weißt. Aber ich gebe dir 20 Erz. Wenn du mir meinen Schlüssel wiederholst. Hier, kannst du ihn haben. Ich habe ihn. Ich habe ihn doch. Habe ich ihn nicht mehr? Oh, ich habe den nicht mehr. Habe ich den nicht bei den Dietrich-Typen verkauft? Oder habe ich den hier verkauft? Ich weiß es nicht mehr. Aber er hat auf jeden Fall nichts gekostet, der Schlüssel. Ja, also ich habe nichts dafür gekriegt. Das heißt, ich müsste, wenn der ihn jetzt hat... Bei dir kann ich tauschen? Jupp! Nö, er hat's nicht, aber ich krieg 50 Pfeile. Immerhin. Verdammt, jetzt habe ich den Schlüssel natürlich nicht mehr. Was machst du da? Du läufst gegen die Wand. Okay. Na, wenn du meinst, wenn's Spaß macht. Viel Spaß. Ach ja. Diese Bugs in Gothic. Ich meine, es ist jetzt.
auch wieder nichts Schlimmes, dass der da gegen die Wand läuft. Ich find's auch nur lustig. So, wem habe ich dann den Schlüssel gegeben? Das müsste doch dann oben der Typ mit den Dietrichen gewesen sein, ne? Geh ich mal eben zu dem. Ich meine, ich habe es dem gegeben mit der Begründung, wenn der Schlüssel dann bei dem auftaucht, dann hat der halt ein Problem und nicht ich. Ah, irgendwas. Und ich muss sagen, mittlerweile kenne ich mich in der alten Mine doch schon so ein bisschen aus. Das ging deutlich schneller als gedacht und deutlich besser als im Sumpflager. Achso, nee, Blödsinn. Das da. Ich will Dietrich. Genau, der Truhenschlüssel. Den hätte ich gerne. Dankeschön. Also genauer gesagt, hätte ich den gerne wieder. Ich hatte den ja schon mal. Und dann, naja, ihr kennt das ja. Ihr habt es ja gesehen. War das gerade ein bisschen knapp? Wäre ich da gerade fast runtergefallen? Das ist gut möglich, ja. Vielleicht sollte ich dann doch ein bisschen besser aufpassen. Also hier ist der Typ jetzt nicht. Vielleicht läuft er dann noch gegen die Wand. Ja, da ist er noch gegen die Wand. Oh Mann. Und ich kann ihn nicht ansprechen. Verdammt, warum kann ich ihn nicht ansprechen? Ah, ist das doof. Ist das blöd. Dann muss ich da... Vielleicht, indem ich eine Waffe ziehe. Ja. Kluges Köpfchen. Das funktioniert doch immer wieder. Hier ist dein Schlüssel. Tatsächlich. Also, wie abgemacht. Hier sind 20 Erz für dich. Du solltest dich aber in Zukunft vorsehen. Ab jetzt habe ich ein Auge auf dich. Ja, meinetwegen, ist mir egal. Ich habe 75 Erfahrungen und 20 Erz dafür gekriegt. So, wie war das? Ich habe irgendwie 10 Erz gekriegt, dann habe ich 30 Erz bezahlt und jetzt habe ich 20 Erz bekommen. Also letzten Endes bin ich jetzt mit der NPC-Interaktion auf 0 raus. Was ich aber natürlich habe, sind die, ich glaube, 75 oder so Erz, die in der Truhe waren. Moment. Sagt der noch jetzt irgendwas dazu? Nein. Wir sehen uns. Ja. Na, aber... Wir sehen uns, ganz bestimmt. Ja, irgendwann. Ich schreib dir eine Postkarte aus dem neuen Lager. Wenn ich reich bin und der Chef. Wobei ich mich ja immer noch ein bisschen frage, wie der an den Schlüssel von dem Aaron dran kam. Hat ihm wahrscheinlich den Schlüssel aus der Tasche gezogen oder so. So, nachdem ich ganz am Anfang hier gemerkt habe, dass man runterlaufen kann, möchte ich jetzt gerne nochmal versuchen, hochzulaufen. Hey, das geht ja voll einfach. Da ist nochmal eine Leiter. Wo führt die denn hin? Ach, die führt da runter. Okay. Okay. Alles gut. Hat der Typ noch Erz? Oder irgendwas anderes Praktisches vielleicht? Bei dir kann ich tauschen? Ich habe... Ne, den habe ich mit den groben Schwertern schon ausgenommen. Okay. 1700 Erz. Ich glaube, so viel Erz sollte man zu diesem Zeitpunkt in diesem Spiel eigentlich noch gar nicht haben. Aber das ist mir gerade egal. Das passt schon. Ich hab's mir verdient. Also, ich hab's geklaut und dann verdient. So rum, ja. Außerdem sind das die Typen aus dem alten Lager, die ich da beklaut habe. Und aus dem Sumpflager. Nein? Nein? Was ist jetzt los? Warum spinnt die Steuerung mal wieder?
Hallo. Okay, bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Da hat gerade die Steuerung irgendwie gesponnen. Ich konnte nichts mehr tun. Keine Ahnung, hat nicht mehr reagiert. Jetzt habe ich halt das Spiel neu gestartet und vom letzten Speicherpunkt an das Ganze nachgestellt. Und neben Drake, dem Typen, der da ganz oben bei der Brücke steht, direkt hinterm Eingang, wenn man in die alte Mine reinkommt, da habe ich gerade noch ein oder zwei Rabenkraut und ein oder zwei Höllenpilze gefunden. Vom einen eins, vom anderen zwei. Keine Ahnung. Also wenn euch jetzt wundert, warum die Zahlen nicht mehr ganz passen. Da war noch was direkt in der Ecke, so am Pfosten, wenn man reinkommt, quasi direkt rechts von ihm, hinter den Pfosten von der Brücke. Aber das war so minimal, dass sich das nicht gelohnt hat zu zeigen eigentlich. War ja nur ein bisschen Zeug zum Essen. Ein bisschen Heilkram. So, jetzt will ich, okay, das ist erledigt. Ich habe noch die Hütte zu machen, ich habe den Lurker zu machen, ich könnte Horatio machen. Ich könnte mich auch mit Lefty mal anlegen, bevor ich dann mit Mordrak ins Sektenlager gehe. Ich meine, wenn ich jetzt eh gerade schon hier bin im neuen Lager, dann könnte ich natürlich auch da drüben die Blutfliegen mich mit denen anlegen. Aber ich brauche noch, 1900 Erfahrung. Das werde ich jetzt durch Kämpfen nicht so schnell zusammenkriegen können. Nee, dann lasse ich die erstmal in Ruhe. Und guck mal, dass ich durch Questen meine Erfahrung kriege. Weil da kriege ich erfahrungsgemäß einiges mehr an Erfahrung durch Quests. Als bei Gegnerprügeln, bei Gegnerkloppen. Ja, schauen wir mal. Was Lefty jetzt vielleicht tagsüber sagt zu mir, wenn ich Wasser dabei habe, aber nicht verteilt. Ach ja, richtig. Und ich wollte mit dem starken Typen reden, mit dem Reislord oder wegen des Reislords. Vielleicht bringt er mir... Ah, guck mal da. Hey du! Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ist er wieder pisst. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Hey, ich habe gerade meine Waffe gezogen. Ein Kampf! Ich will kämpfen! Ich will Blut! Verdammt! Verdammt! Ganz nein. Ordentlich! Nein! Okay. Das, gegen Lefty habe ich leider noch keine Chance. Ich konnte ihm aber immerhin schon mal Schaden machen. Das war ja letztes Mal anders. So, komm hier. Sei gegrüßt. Ja, komm. Hier, trink. Left. Trink. Mach deine Animation schneller. Sonst taufe ich gleich den Schlamm. Danke, Junge. Ja, passt schon. Gerne. Ich tue es doch nur, damit Lefty mich nicht verprügelt. Hey, du. Ich mag... Oh. Renn heim zu Mutti. Ich renne nicht zu Mutti, ich renne zu Horatio. Hallo. Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Ja, ich würde es mit dem Reichslord und seinen Schlägern aufnehmen können. Du bist nicht der Erste, der das versucht. Ich werde den Reichslord und seine Schläger fertig machen, wenn du mir dabei hilfst. Gut. Ich habe geschworen, nie wieder jemanden anzugreifen, aber nicht, es niemandem beizubringen. Ich bin ganz Ohr. Wenn du stark zuschlagen willst, kommt es auf die richtige Technik an. Das ist das Erste, was du beim Schmieden lernst. Lerne jeden Teil deines Arms, von der Schulter bis zum Handgelenk, gleichzeitig nach vorne schnellen zu lassen. Je besser die Technik, umso härter der Schlag. Du wirst es schnell raushaben. Danke für deine Hilfe. Nutze dein Wissen für die gerechte Sache. Und nur dafür. Ja, werde ich tun. Vielen Dank. Sehr cool. Jetzt meinte er, je stärker ich bin, desto stärker ist der Schlag. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt. Oder ob er das nur so sagt.
Jedenfalls fehlen mir gerade 22 Lebenspunkte. 22 mal 4. 6 mal 4 ist 24. So. Wann passiert das denn endlich? Jetzt bin ich ihm wieder egal, Lefty, oder wie? Und der ist gerade auch rumgerannt, bis er wieder in meiner Nähe war. Oh Mann. Okay, so, Horatio ist abgehakt. Lefty, ich müsste ihm sagen, dass er es selber bringen soll, aber das traue ich mich gerade nicht. Dann probiere ich mich doch mal an der Hütte. Haben die jetzt eigentlich was Neues zu sagen, nachdem ich einer von den Banditen bin? Ne? Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch. Nichts Neues. Pass auf deinen Rücken auf! Nichts Neues. Aber ja, stimmt, man sieht, dass die Rüstungen von Banditen und Söldnern doch ein kleines bisschen verschieden sind. Klar, die Farbgebung und so, die generellen Elemente sind die gleichen, aber die Söldnerrüstungen sind nochmal ein Stückchen mehr aufgeplustert, ein Stückchen mehr gepanzert wahrscheinlich auch. Ja. So, bevor ich es jetzt mit dem Typen aufnehme, das mache ich dann in der nächsten Folge, werde ich erstmal noch kurz zu Lester gehen und ihm Bericht erstatten, dass ich die Liste abgeliefert habe und der Konvoi überfallen werden kann. Oder hast du wieder was dazwischen zu funken? Hallo! Nö, hast du nicht. Gut so. So gehört sich das. Guter Junge. Hallo! Lester? Habe ich Lester gesagt? Ich meinte natürlich Laras. Ich habe Diego die Liste übergeben. Gut. Ich habe bereits Leute auf dem Weg zur alten Mine postiert. In diesem Moment liegen Toros Gardisten schon tot im Wald. Sie haben den Konvoi schon überfallen? Was ist mein Anteil bei der Sache? Geh zu Gorn. Er wird dir etwas geben. Ich kenne Gorn. Er ist kein Mitglied der Bande. Er ist ein Söldner der Magier. Ja, das ist richtig. War er an der Sache beteiligt? Es ist nicht gut für dich, wenn du zu viel weißt. Geh einfach zu ihm und hol dir deinen Anteil ab. Okay. Gorn. Wo war Gorn noch gleich? Hier nicht. Sharky war es auch nicht. Ich könnte hier noch die Händler abklappern, ne? Nachdem ich die ganzen anderen Händler abgeklappert habe, in den anderen Lagern. Hier habe ich das noch nicht getan. Hey, du bist jetzt einer von uns, Kleiner. Wie komme ich an Felle und heute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Aidan. Er kann dir beibringen, wie du Tieren das Fell abziehst. Redford und Drax treiben sich nach. Das kennen wir schon. Gut. Handel zu noch. Ich kaufe Felle und heute. Ja, was hast du denn so an Erz? Du hast 200 Erz. Das ist doch vernünftig. Wow! Und da nochmal 200. Geil. Geil, 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 geil. Da krieg ich 80 für. 80. 130. 80. ...580, 630, dann noch da 20, die 12 und zwei, wobei lieber zwei Bolzen zurück. Ich glaube, ich werde eher Bogenschießen als Armbrustschießen machen. Coole Sache. So, jetzt ist aber die Folgenzeit endgültig voll. Und bevor ich jetzt hier noch ewig Wolf suche, nicht Wolf, Gorn. Gorn suche ich, ne? Ich suche Gorn. Bevor ich mich jetzt ewig herumtreibe und Gorn suche, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn ich mit Gorn quatsche. Tschüss!